Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Waldmeistern, meine lieben Freunde. The Forest steht wieder an. Wir sind hier wieder live dabei, mitten im Wald. Leute, wir kommen wieder nicht voran. Überall Zombies, überall Sprengkörper, aber wir versuchen unser Bestes. Hallo Mene, hallo Zwiebelpeter. Hi, der Zwiebel wollte schon wieder neu anfangen. Ja. Oh, da hinten ist eine Rieseninsel. Okay. Alter, da sind wir gerade hergekommen. Riesen drauf? Ernsthaft? Ja, Mann. Okay, dann fahren wir mal. Okay, in der letzten Folge haben wir erlernt, haben wir was Neues erforscht. Wo ist es? Um den Cliffhanger noch aufzulösen. Genau, hier. Da. Den sogenannten Reiniger. Also bei dir, Brilli, wird er wahrscheinlich Cleaner oder sowas heißen. Sollen wir gerade pennen gehen auch, während du erzählst? Kann mehrere Tassen Wasser auf einmal reinigen. Und braucht keinen Treibstoff, genau. Sehr, sehr nice, das Ding. Das heißt, wir können gleich unsere blöden Destilliermaschinen wegmachen. Naja, gleich nicht so. Wir brauchen viermal Sand dafür ein. Also viermal Glas. Sand? Ach, viermal Glas. Eins ist oben drin. Nee, nicht mehr. Das habe ich ja genommen, um das Ding zu erforschen. Nee, da habe ich ein neues rein. Ach so, hast du schon, okay. Ja, ja, das schmilzt schon vor sich hin. Nice. Na, aber sicher doch. Oh, wie sie zum Fass geigern alle beide. Ah, aber echt, ey. So, ich trinke mal was. Und hallo, genau. Ich möchte gerne an Bord. Danke. Ist das jetzt immer noch die Insel da? Ja. Nervt mich. Können wir jetzt mal weg von der? Wo denn? Wo siehst du die überhaupt noch? Ach, da hinten noch. Weit am Horizont. Style. Ah, diesmal war es meins. Oder hast und du es bei gekriegt? Bei der nächsten. Ich hab was gekriegt, warum? Drecksack. Weil ich das haben wollte. Leere Flasche, eine. Eine leere Flasche. Brauche ich 4 Kletterpflanzenclipper. Boah. Ja, ich hab schon 2 davon. Naja, wir brauchen mehr Schmelzen, ey. Wir kommen. Ja, verheilt greift uns an, ne? Der Tod? Nee. Nee. Baue ich noch eine Schmelze? Ich müsste eigentlich noch eine Schmelze bauen. Wir kommen. Nee, meinst du? Weißt du, wie das dauert? Sonst alles viel zu lange. Weil die sind mega teuer. Wir müssen Klipper schmelzen, wir müssen Sand schmelzen, wir müssen Eisenerz schmelzen. Ja, hast du denn die Materialien dafür? Nee. Nein, also. Also einmal Glas habe ich schon. Mir fehlen 6 Nägel. Okay, die kann man bauen. Jetzt fehlt mir 2 davon. Trockenziegel. Ich brauche noch Trockenziegel. Das heißt weiterhin Sand und Lehm. Hat noch jemand Sand? Nee. Ey, der hat wieder keine. Der Baum hat wieder keine Samen gegeben. Das heißt, wir haben jetzt keine mehr, oder? Doch. Habe ich schon reingepackt. Ich habe auf der Insel einen Baum gefällt und der gab Samen. Ich habe auch noch einen mal im Inventar. Oh Gott, ich muss was essen und trinken. Mal die Netze leeren. Oh, fett. In dem einen waren bestimmt 5 oder 6 Planken. Hast du den Baum auch bewässert? Ja. Brauch mal schnell was zu trinken, Leute. Ja, da ist noch was ja, drin. Ja, ist drin. Wir wollen ja bin diese dir. Verbesserte Trinkdingsbums bauen, aber ist ja alles nicht so einfach. Oh, da schwimmt ein Fass an uns vorbei. Wo? Wenn man die Netze als vorne sieht, was sie nicht sind, die sind rechts, ich hab's dann schon. Hinten. Da kommt noch eins. Ja. Jawohl, danke, mein Freund der Hai. Mein Freund der Hai. Eieieiei. So ein Arschloch. So, mein Paddel hat's zerrissen. Riesenhozis. Gönn dir. Fassweise. Das hättest du nicht extra holen müssen, es wäre nämlich im Netz gelandet, aber egal. Eine rohe Rübe, lecker. Viele Vitamine und einsame Nächte. Ach so, mal wieder eine Angel bauen wäre nicht verkehrt, ne? Ah ja, siehst du, ich habe auch noch eine Angel. Raus mit dem Haken. Die ist bei Nahrung, ne? Nee, bei Werkzeug hier. Ja, ich versuche nochmal hier weiterzukommen. Seil, schon wieder Seil. Alles braucht Seil. Ein rohen Hering, lecker. Der bringt ja mal fast gar nichts, ne, der rohe Hering.
Der rohe Hering, nee, der bringt gar nichts. Nein, ich meine auch der gekochte Hering. Ja, der Her- gekochte, der bringt so ungefähr so viel wie eine Kartoffel. Ey Leute, ich habe jetzt hier 3 Glas in meinem Inventar, ne? Just saying. Echt? Geil. Ja, gut, wenn du es immer rausnimmst, was ich da oben reinpacke. Ich habe 3 Glas von meinem Inventar ausgeschmolzen. Ja, Rattenmann. Ich hab auch 3 von meinem geschmolzen. Willi, hier. Dann müsstest du ja auch 3 Glas haben. Hier, nee, ich hab nichts rausgenommen. Hallo, ich hab da noch ein Glas hingeschmissen. Nehmt so, ich hab noch mal Seetang. Der Prilli versucht noch eine Etage draufzusetzen. Also, wir können mir das Glas auch wiedergeben, dann baue ich das Ding jetzt. Wir hatten das Glas. Ja, ich hab ja, Glas. Ich hab's nicht. Dann gib her. Genau, bau mal diese neue Destille, damit dann wir endlich... Dann reiß ich aber einen davon ab, ja, von denen hier. Ja, das letzte doch erstmal daneben, obwohl, hast recht. Aber wie kann man die denn abreißen? Mit dem Beil, so wie den Baum fällst. Nee, X entfernen, warte mal. Ah ja. So, und jetzt... So. Jetzt bauen wir einen fortschrittlichen Reiniger. So, wo ist der jetzt? Da. Ich präsentiere fortschrittliche Reiniger. So. Ja, warum kann man jetzt hier nicht hoch? Okay, da müssen wir uns auch Wasser reinfüllen, ne? Oh Gott. Ernsthaft? Ja. Blöde. Ja, fuck, Leiter, willst du mich verarschen oder was? Kann man auch noch. Da passt aber richtig viel rein, ey. Kann man schön was reinpacken. Oh, nice one. Das ist cool, das gefällt mir jetzt schon. Wie viele Tassen hast du da reingemacht? Auch 2? Genau. Ich glaube, ich habe 2 Tassen da reingemacht. Ich glaube auch. Also müssen es 4 sein. Ja. Cool. Da bin ich jetzt mal gespannt. Füll aber die alten trotzdem nochmal auf. So mindestens bis das Holz leer ist. Hat denn jemand noch Sand? Nope. Habe ich alles oben reingepackt. Okay. Hat aber schon wieder jemand rausgenommen. Meinen Seetang. Er hat meinen Seetang rausgenommen. War fertig. Ja, hätte ich gern. Brauche ich. Wie viel? Ich habe keine Planken mehr, ey. Was geht? Ich habe auch noch 2. Also kannst du dir so ein Ding bauen, so eine Flasche, oder kannst du nicht? Ich will mir so eine. Ich hab's vor. Ich versuche hier gerade den Seetang zusammenzufummeln, damit ich die Flasche bauen kann. Den Behälter. Und mit dem Behälter dann halt die Sauerstoffflasche. Hi. Und die Flossen. Wo? Scheiße, mein Ding ist kaputt. Meine Axt ist kaputt. Wo ist er denn? Ja. Nee, nicht meine Axt. Hast du ja nicht auf wo? Oh, jetzt hab ich dir. Ja. Au. Ich hab ja gefragt, wo und dann. Ja, sorry. Musste ich erst suchen. Ich glaube, ihr braucht was Wasser. Pflanzentechnisch. Diesmal. Warte, ich hab keine Planken mehr. WTF. Oh, das. Das ist schon fertig. Ich will mal schwimmen gehen. So what? Da hinten ist ein Floß. Wo? Tatsächlich. Oh. Na dann. Hin da. Bei. Und 2 Fässer. Okay. 3 passen rein, Dübel. 3 Tassen? Okay. Ja. So. Ah. Okay. Kann sich jemand mal die Fässer schnappen neben uns? Ja, dann müssen wir hier die Segel aber runter machen. Ich hab keinen Anker zur Hand. Nee, alles gut. Ich glaube, wenn du den Segel runter machst und nur in der Strömung treibst, dann bist du nicht ganz so brutal schnell. Wir treiben aber jetzt dadurch, dass das Segel nicht mehr da ist, voll ab. Dreh mal das Segel. Ja, kann man das eigentlich neu? Kann man hier eine Hängematte? Bist du dir klar darüber, dass du das Segel genau falsch rumgesetzt hast? Um zum Zwiebel zu kommen, muss es genau 180 Grad drehen. Wo ist denn der Zwiebel? Hier, nee, ich dachte au. Zur Insel. Hä? Okay, komm zu dir. Hier säuft gerade, wartet mal. Hier unten ist ein abgesoffenes Floß. Ja, das ist gerade das Floß gewesen. Davon haben wir doch gerade gesprochen. Das habe ich schon gelootet.
Achso, das war alles klar. Kupferbarren. Batterie. Ah ja. So, wenn wir jetzt eine Insel ansteuern. Eine große Muschel. Es gibt auch große Muscheln. Leute, wenn wir jetzt eine Insel ansteuern, dann müssen wir so das Floß hier hin machen, dass das hier an der Insel ist, wo ich jetzt draufstehe. Hä? Wuhu! Ja, ah, okay. Ja, machen wir. Versuchen wir. Was also, waren drauf eigentlich auf dem Floß? Passen rein, ne? Weingott. Zwei und Planken. Was für Dinge? Das, was wir die ganze Zeit schmelzen. Ah, okay. Können wir Kokosnüsse noch erforschen oder so? Nee, habe ich auch schon versucht. Also man könnte übrigens mit deinem Kupferbarren, Brilli, könnte man eine Leiterplatte erforschen. Was bringt die? Und auch noch andere Dinge. Ja, eine Leiterplatte, die bringt dann zum Beispiel einen Empfänger, nötig zum Auffinden von Funksignalen in der Nähe. Ja, das bringt uns dann, zeigt uns dann, in welche Richtung wir müssen, um Inseln und Flöße zu finden, glaube ich. Ich glaube, das wäre ganz gut, um dann hier nicht immer zu Aber muss man auch eine Antenne bauen und das kostet bestimmt wieder Kupfer. Ja, aber die Antenne. Habe ich überhaupt Kupfer erforscht? Ja, ne? Die Antenne braucht aber auch bloß eine Leiterplatte. Also von daher hätten wir schon zwei Sachen auf einmal. Hast du gemacht? Warte mal. Ich will gerade mal was essen. Also dieser der Wasserfred ist übrigens richtig genial. Wasserfried? Ja, das neue Ding. Ja, der ist richtig. Also ich habe jetzt einen mal erforscht. Ja. Das hier können wir lernen und das hier können wir lernen. Battery. Sehr gut. Und Circuits. Circuits! Circuits, endlich! Jetzt hat das ganze Spiel endlich mal einen Sinn hier. Circuits! Okay, die kann er jetzt noch nicht lernen. Erst müssen wir diesen Circuit oder also die Leiterplatte. Circuit meinst du? Und dann wieder in die Forschungstable rein. Ja. You are right. You are so right. Also ich glaube, Durst hat sich jetzt erledigt hier bei uns, war das Thema? Hoffentlich. Thema Durst sieht gut aus, aber das Thema Hunger ist immer noch ein großes Thema. Wir fahren in die falsche Richtung, nicht mit dem Wind, das ist nicht gut. Aber was blöd ist, wenn man es nicht ganz leer macht, füllt sich's nicht neu auf. Ja, du musst es einfach, wenn du die Taste so hältst, Rechtsklick machen und dann schüttet er sie wieder aus. Ja, aber ich meine unsere... Ah, jetzt ist eins rübergeflossen. Volldampf voraus. Nett. Ach, liebe Freunde, ja, mitten am Meer, du, da sind sie, die drei Damen. Dann können wir dann bei Gelegenheit noch so ein Ding bauen und die anderen beiden abbauen. Alleine sind die hier, ganz alleine. Manchmal ist ein Hai noch dabei. Ein Hai dabei. Heidi Ho. Ich muss angeln. Brauchen wieder Fisch. Ja, angel du mal. Ich schnapp mir mal hier die Materialien. Was ist da oben eine Schmelze so am Start? Keine Ahnung. Da, ich schmelze Glibber. Ah, sehr schön. Ich hab wie gesagt auch noch drei Glibber. Hast du schon so eine Pulle? Nee, noch nicht. Schmelze Glibber. Okay. Du kannst mir aber den Glibber ruhig mal geben, bitte. Ja, pass auf, der liegt hier. Da, hinter dir. Mähne, umdrehen. Da, aha. Danke. Sehr gern. Die Frage ist, wie können wir unser Boot davor schützen, ständig vom Hai angeknabbert zu werden? Na, ich glaube, ich habe hier doch irgendwas gesehen mit... Ach nee, hier, genau, wenn du den Hammer nämlich in die Hand nimmst und dann bei Foundation guckst, ganz rechts außen, Fundamentrüstung, Metallbarren und Nägel. Ja, Metallbarren, die sollten wir erstmal anders nutzen, wenn wir die mal haben. Ah, da gibt es auch dreieckige Sachen, so dass wir unser Boot schöner bauen können. Ja. Okay, cool. Bin noch gar nicht so. Oh, dieser Drecksack, ey. Weil wenn wir uns den erstmal vom Hals hätten, ja. Das wäre schon angenehm. Ein Fass, ja, Zwiebel. Ja, aber das ist jetzt nicht die primäre Aufgabe, um Metall-Ingots zu verwenden. Nee, das stimmt. Das können wir erst machen, wenn wir sagen wir mal, eine gewisse Menge an... Ja, wir gehen pennen. Nichts essen, nichts trinken. Vorm Pennen gehen, das bringt, glaube ich, nichts. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, man erholt sich beim Schlafen. Nee. Wenn man nämlich eine Hängematte baut, dann erholt man nämlich noch mehr beim Schlafen. Man hat doch mehr Hunger, als wenn man ins Bett gegangen ist. Ja, aber deine Leistung. Aber lies mal bei Hängematte. Ja, über die Nacht verteilt natürlich, okay. Ja.
So. Der war Wollo Mollo. Machen wir den mal. Das ist eine Grill. Vielleicht muss man da oben irgendwie ran. Vielleicht mehr. Ah, passt hier nicht hin. Der Fisch ist groß. Der Fisch ist zu groß. Jetzt habe ich mal Palm Seeds gekriegt, okay? Den brauchen wir leider einen größeren Grill, ja. Ja, den größeren Grill müssen wir mal bei Gelegenheit versuchen. Muss man das jetzt also befüllen, oder? Ja, ne? Was meinst du? Du musst das auch selber befüllen, oder? Was denn? Was? Ja, hier dieses neue Ding. Ja, aber da musst du hinten drei Dings reinmachen, drei Salzwasser und dann kommt vorne dementsprechend die gleiche Menge raus. Ja. Und es geht ziemlich zügig. Also ich dachte, wir könnten da vielleicht auch reinpinkeln. Ich glaube, so weit ist es dann doch noch nicht. Wie hießen die von Dune, Wüstenplanet? Die Dremen, wa? Waren das die? Fremen, so rum. Ein Fremen-Anzug. Redest du da? Kennst du nicht Dune, der Wüstenplanet? Piss dich. Natürlich kenne ich das, aber... Also, und die Wüstenbewohner waren nur die Fremen und die hatten nur so einen Anzug. Oh, das weiß ich doch nicht mehr. Wo sämtliche Körperausscheidungen wieder in... Da hinten ist eine Insel. Dann hin da. Ich glaube, da treiben wir eh gerade drauf hinzu. Wir brauchen auch mehr Lagerplätze. Es ist zum Mäusemelken. Da können wir nicht, was brauchen wir denn für die besseren Lagerdinger? Oh, ich brauche auch mehr Seetang. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck! Die Bullen, Alter! Genau. Seetang. Die Bullen. Wo ist die blöde Insel? Da vorne ist sie. Wo? Da. Hm? Ja, treiben wir drauf zu. Yes, ja. Looking good. Aber wir treiben, glaube ich, ein bisschen dran vorbei, oder? Nee, ist okay. Also ein bisschen weiter vielleicht nach links. Ja. Nach links? Wir sagen nach rechts. Ich würde sagen, einfach geradeaus. Ach so, okay, ja, doch, von dir. Ach so, nee, wir müssen ja mit diesem Podest gut treffen, ne? Ja. Wobei, die sieht so aus, als könnte man vielleicht von einer Ebene auf die andere kommen. Nein, da kommt man bestimmt nie hoch. Alter, wie viele Podeste braucht man denn für die? Da braucht man noch ein Podest mehr. Zwei wahrscheinlich. Mindestens, ja. Oh Gott. Da kannst du noch ein bisschen bauen. Hier mal ausguck. Ich mach doch mal da rein, mal. Knock gerade aus! Meine gerade aus! Wenn ihr noch weiter, wenn wir jetzt, warte mal, haben wir ein Paddel? Wenn wir jetzt weiter nach links paddeln, krass nach links müssen wir. Dann kommen wir vielleicht auf die nächste Ebene. Ja? Oh, links liegt an. Ja. Ja, haben wir einen Anker? Haben wir einen Anker? Hat jemand einen Anker? Weiter paddeln! Nein! Noch ein Stück! Ja, ja. Wir haben keinen Haiköder, wir haben keinen Anker, wir sind total... Anker kann ich schnell bauen. Aber kommt man da trotzdem nicht hoch? Reicht nicht. Ich könnte einen bauen, Anker. Dann bau einen. Reicht nicht von der Höhe. Leider. Ja, müssen wir weiter nach rechts. Das war oft, da bist du schon drüben, okay. Wow. Ich bin voll. Aber wir brauchen noch keinen Anker. Der Wind treibt uns doch gegen die... Ah. Plitsche, platsche. Hai kommt. Oh. Ich hasse diesen Hai. Wir bräuchten einen Haiköder, damit wir ein bisschen tauchen können. Und, ja, aber da haben wir aber nichts, keinen Fisch für, ne? Oder? Jo, müssen wir noch ein bisschen angeln. Ein richtiger Anker, den man wiederverwenden kann, da brauchen wir Metallbarren und auch Schmier. Ja. Und dazu mussten wir einen Köder haben, damit wir unten das Eisen und so. Scharnier ist unser Fluch, glaube ich. Ja, wir brauchen Eisen. Wir müssen tauchen. Einen rohen Hering. Oh, jetzt frisst uns hier schon wieder. Zwei brauchst du, glaube ich. Drecksvieh, die hat uns eine Kartoffel weggefressen. Diese Flower sammle ich jetzt nicht mehr, ne? Zum Färben gerade. So, nee. Wann ist hier Haiköder herstellen? So, ich habe einen Haiköder. Und ich habe einen Anker. Soll ich den Anker erstmal setzen? Nee, warte mal. Hi. Wo? Oh. Ja, lass mal versuchen noch weiter. Obwohl, das bringt auch nichts. Wir müssen da höher irgendwie. Da hoch müssten wir kommen. Der eine versucht hochzukommen, der andere runter. Wartet mal. Mach den Anker noch nicht. Wir versuchen gleich nochmal mit dem Paddel
ein bisschen weiter in die Richtung und dann baue ich da einfach noch ein drittes drauf. Versuch mal nach rechts, nach links ein bisschen, um die Insel rumzurudern, aber das wird nicht, oder? Doch. Doch, hat gut geklappt, war nicht schlecht. Noch ein Stück weiter. Ja, und dann den Anker werfen. So. Ja. Ich hab den Anker aber nicht. Jetzt den Anker weg, habe ich ganz gut. Anker? Bin gar nicht auf dem Boot. Ja, dann komm runter. Wir treiben jetzt weg, paddel mal in Richtung Insel. Oh Gott, nee, jetzt ist wieder ganz schlecht. Okay, ich bin bereit für den Anker. Ich setze den nee, schon mal. Nein, jetzt nicht. Ich muss den schon mal setzen. Mädels, soll ich noch weiter um die Insel rum? Oder? Nein, wir müssen ja hier hin, an das Stück da vorne. Also, wir müssen zurück. Ich muss mir, glaube ich, auch mal schnell einen Paddel wieder bauen. So, sag Bescheid. Ich muss noch weiter. Warte mal, ich setze mal das Segel auf ein bisschen. Tut sich da was oder nicht? Ich sehe bloß blau. Warte. Ich paddel mal Rad mit. Was ist denn jetzt? Oh, schon wieder Hunger. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, jetzt kann man mal einen Anker setzen. Anker? Moment. Nee, jetzt! Alter! Ja, wieso ist der nicht bereit, dieser Kerl? Ich bin doch bereit. Ich habe gerade gesagt, ich muss was essen. Anker ist aber ganz schön abgetrieben, ey. Ja, aber jetzt passt's. Wenn jetzt ein Anker da ist. Der Anker ist da. Wir dürften eigentlich. Kann ja das Segel auch passt. Noch mal. Oh, das blöde Möwenvieh hier. So, dann versuche ich mal. Geh mal da runter, Zwiebel. Oh, ich muss jetzt mal was essen. Ich hab Hunger. Ja, die Möwe geht ja mal richtig auf den Zünder, ey. Ja, ich hab nämlich auch tierischen Hunger. In der Insel wahrscheinlich. Das ist natürlich nicht gut. So, dann gehe ich mal wieder runter tauchen, aber der blöde Hai ist da drüben. Nage. Ich hab den Haiköder gebaut. Nage. Kommst du da rüber, Brilli? Nee, wa? Noch nicht. So, Haiköder ist gesetzt. Okay. Boah, ich bin hier oben. Sauber. Geile Crate, glaube ich. Das klingt nach Hai, wo ist der? Warte mal. Achso, der frisst den Köder, alles klar. Also die Sauerstoffflasche ist schon cool, aber so mega viel bringt's auch nicht. Hast du die gebaut oder was? Ja klar, wollt's ja mal testen. Oh hier, ja, Eisen. Oh, das schaffe ich noch, bevor ich sterbe. Wir haben einen Hinge, wir haben ein Metal-Ohr, wir haben einen Bolt. Das ist schon mal gut. Wo ist das jetzt her? Ja, hier oben, hier war eine Crate. Ah, siehst du? Da liegen... Da hab ich ja gedacht, je höher man kommt, desto bessere Sachen gibt's. Ja. Oh, eine Riesenmuschel, geil. Füllt sich... Ah, die Sauerstoffflasche füllt sich auch wieder mit Sauerstoff, wenn man auftaucht. Das ist gut. Das ist gut. Ich habe nämlich zwei Eisenerz schon ertaucht jetzt. Ach fuck, die kann ich gar nicht aufheben. Mist. Oh, hier ist ganz viel Eisenerz, Freunde. Nee, das Folge ist zu Ende. Das ist, glaube ich, Kupfer. Ja, das ist Kupfer. La Folga ist zu Ende. Haust du ab? Wer war denn? Ich, oder? Nee, ich. Okay. Kann ich noch kurz zu Ende den Tauchgang zu Ende machen? Weil es ist mit der Sauerstoffflasche ist ja, echt ja, nice. Ja, ich muss hier auch das denn noch gerade zu Ende machen. Also hier mit dem... Ich habe keine Ahnung, warum die blöde... Ah, weißt du warum? Die Vogelscheuche ist kaputt. Der Hai. Warum frisst denn der nicht den Köder? Ist kein Köder mehr da, oder was? Die Vogelscheuche ist kaputt, die hat keinen Kopf mehr. Ha. Müssen wir nicht mal reparieren, wa? Und deswegen kommt dann nämlich ständig die blöde Möwe hier wieder angeschissen. Und jetzt... Brand habe ich schon wieder. Oh. Boah, wo war die denn? Da. So, neue Vogelscheuche. Sauber. Kommt noch mal jemand mittauchen? Oder kümmert sich jemand noch mal um Haiköder, damit ich ungestört in die Ich würde sagen, wir mal jetzt die Folge mal zu Ende und das war's für heute. Ja. Ah, okay.
Wir bleiben, gerade, einfach, hier, wir bleiben einfach hier liegen. Ich habe jetzt mal einen nassen Ziegel gebaut. Ja. Einfach irgendwie wie beim Bauen irgendwo hinbauen. Ja, ja, ich lege ihn jetzt hier einfach mal hin. Ja. Ach, der blöde Hai. Du Mistkrepel. Ja, da ist schon was drin. Ja, Leute, das war's für heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hier bei Total Verrafft. Mit an meiner Seite waren wie immer der gute Mene und der gute Zwiebelpeter. Hallo. Hallo. Ja, und genau. Tschüss. Tschüss, Leute. Macht's gut. Ciao.